Zeit, den Grill anzuschmeißen. Heute ist der letzte Tag unserer Frühstückswoche und es gibt Tomaten- und Paprikaeier. Und so sieht das aus, wenn wir fertig sind. Wenn sich das nicht lohnt. Wir starten mit einer Tomate, bei der wir den Deckel entfernen. Und danach müssen wir sie aushöhlen. Und das Fruchtfleisch möglichst komplett entfernen. Es würde sich anbieten, an dieser Stelle große Fleischtomaten zu benutzen oder große Rispentomaten, da diese die Menge von einem Ei mit aufnehmen sollten. Wenn das nicht ganz hinhaut, ist es nicht so schlimm, aber es wäre gut, wenn diese möglichst groß sind. Bei der Paprika machen wir das ähnlich. Vom Innenleben befreien. Danach nehmen wir ein paar Baconstreifen und legen das Innere der Paprika und der Tomate mit so viel Bacon aus, wie ihr möchtet. But a nice pork pie works just as well to take me on to supper and have. Der Rest ist wieder einfach. Einfach etwas Schnittlauch, ein paar frische Kräuter, wenn ihr möchtet, über den Speck und dann das Ei in die Paprika bzw. in die Tomate füllen. Pouring custard on my plums fills me with delight. There surely is no better way to end. Wer möchte, kann nun die ganze Masse noch mit etwas Käse überdecken und das am Ende überbacken. Die Kombination von Tomate, Ei, Schnittlauch, Bacon und Käse finde ich sensationell. Bei der Paprika ist es genauso. Ja, nun die Kandidaten auf den Grill. Indirekte Hitze, in dem Fall drei Brenner links an, rechts an, in der Mitte aus. Und bei einer Hitze von ca. 120 Grad brauchen diese 25 Minuten ca., bis das Ei komplett gestockt ist und die gewünschte Garstufe erreicht ist. So sehen die Kandidaten dann aus. So, gönnen wir uns ein Anschnittbild. Diese Teile sind verflucht heiß, also aufgepasst. Ja, und ich weiß, das Christkind hat mir ein richtig scharfes Messer geschenkt. In dem nächsten Video werde ich euch das mal zeigen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen der Videos zur Frühstückswoche. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, könnt ihr in meiner Playlist gucken. Ich habe eine Playlist nur für die Frühstückswoche. Bleibt mir natürlich nochmal auf meinen Blog zu verweisen, 0815barbecue.com oder auf meine Fanseiten Twitter, Google+ und Facebook. Wer möchte, kann mir da auch folgen. Da gibt es viele spannende Sachen sonst noch zu sehen. Ich freue mich. Wünsche euch alles Gute. Ich bin raus, euer Markus.